Heute Nacht ist das größte Atomkraftwerk Europas in der Ukraine von russischen Truppen beschossen worden. Es kam zu einem Brand. Bundeskanzler Karl Nehammer und Umweltministerin Leonore Gewessler haben sich jetzt aktuell über den Stand der Dinge informiert und können mitteilen, es besteht keine Gefahr für Österreich aufgrund erhöhter Strahlung oder Ähnliches. Die Situation vor Ort sei unter Kontrolle und es sei keine erhöhte Strahlung ausgetreten. Somit müssten auch keine Jodtabletten eingenommen werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Und man bräuchte sich in Österreich keine Sorgen zu machen. Insgesamt 6 Reaktoren hat dieses Atomkraftwerk. 3 von den Reaktoren waren aufgrund von Wartungsarbeiten sowieso ausgeschaltet. 2 sind vom Netz genommen worden nach dem Angriff. Und Reaktor Nummer 3, der läuft noch. Aktuell braucht man sich keine Sorgen machen. Das hat auch Verena Ehold noch mal betont. Sie ist die Strahlenschutzverantwortliche vom Umweltministerium, die Chefin, und sagte auch, man bräuchte sich keine Sorgen zu machen. Und natürlich werden die Menschen in Österreich an die Katastrophe mit Tschernobyl erinnert. Das wäre aber nicht vergleichbar, so Verena Ehold, weil die beiden Reaktoren Tschernobyl und jetzt aktuell das beschossene Kraftwerk in der Ostukraine unterschiedliche Bauweisen haben. Es könnte also in dem aktuell beschossenen Kraftwerk gar nicht zu einer Kettenreaktion im Reaktor kommen. Das hat sie nochmal betont. Und auch die meteorologische Lage, die spricht nicht dafür, dass Österreich Gefahr drohe. Und Bundeskanzler Karl Nehammer hat auch nochmal gesagt, auch die Menschen in der Ukraine, die näher an dem Kraftwerk wohnen, sind derzeit keiner Gefahr ausgesetzt. Er sagte aber auch, es wäre eine absolute Katastrophe, ein Kraftwerk zu beschießen, und fordert erneut die Russen auf, die Angriffe zu beenden. Ebenso sieht das Umweltministerin Leonore Gewessler. Aber aktuell Entwarnung, man braucht sich keine Sorgen machen über Strahlenschäden in Österreich. Bundeskanzler Karl Nehammer nannte auch noch wörtlich, Zitat, Putin spielt mit dem Feuer, und das kann man wohl so sagen, in jeglicher Hinsicht. Zudem forderte Bundeskanzler Karl Nehammer, und aktuell laufen dazu auch die Gespräche, Sperrzonen um Kraftwerke in der Ukraine und auch generell, damit so eine Gefährdung überhaupt nicht mehr eintritt. Soweit der Stand der Dinge, also aktuell zusammengefasst, keine Gefahr für Österreich momentan durch erhöhte Strahlenbelastung.